Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem Spezialvideo der besonderen Art, weil wir selber gar nicht richtig wissen, was überhaupt passiert und was jetzt los ist. Wir wurden angeschrieben von der Firma Luchess. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Firma auch so heißt. Die machen, so heißt, beschreiben sie sich selber, The Monthly Mystery Box for Gamer, Geeks and Nerds. Also die monatliche Überraschungsbox für Gamer, Geeks and Nerds, wo man quasi sich so ein Abo abschließt. Was kostet der Spaß, wenn man das jetzt machen würde? Die Idee ist quasi, du kannst entweder für 25 Euro dir eine so eine Box ins Haus kommen lassen oder du sagst irgendwie ein 3-Monats-Abo, dann kostet irgendwie 22 Euro oder gleich 6 Monate, dann kostet nur 20 Euro im Monat und dann kriegst du so eine Überraschungsbox und sie behaupten, es sind 40 Euro Marktwert drin. Das Problem ist nur, man hat keine Ahnung, was da drin ist. Und natürlich haben wir gleich gefragt, naja, das hört sich ja schon cool an, aber Gamer, Geeks halt, und so weiter. Aber hat es irgendwas mit Brettspielen zu tun? Er meinte, wir gehören zur Zielgruppe dazu und sie würden uns einfach mal so eine Box schicken und wir können es aufmachen. Und wir wissen es wirklich nicht und wir machen jetzt einfach die Probe aufs Exempel. Natürlich kann es sein, dass nur in jeder 10. Box was drin ist, was Brettspieler interessant finden können und wir haben vielleicht jetzt Pech. Oder es kann sein, dass sie uns jetzt natürlich eine maßgeschneiderte, ach guck mal, da haben wir doch noch die eine Box mit dem Brettspiel-Stuff und das, wie du normalerweise ist nur in jeder 10 Box. Wir wissen es nicht, aber wir werden jetzt einfach mal diese Box aufmachen und man kann die tatsächlich, glaube ich, einfach so aufziehen und na gut, doch. Nicht oh, aber es sieht schon mal was aus, was dir gefällt. Hier muss man durchschneiden. Ja, hast du was? Ja, werden uns besser. Ach, alles so, ja. Guck mal, ich sehe schon was, das ist aber was. Okay, doch, guck mal. Okay, schauen wir rein. Wir haben drin ein T-Shirt, das sieht aus wie ein Star Wars Shirt. Ah, die haben uns vielleicht absichtlich zwei reingemacht? Haben die uns eine Box gepackt. Tja, das, ja, das kann ich schon mal benutzen. Sieht ganz gut aus, ne? A-Wing Pilot. Ich glaube, man muss natürlich dazu, das haben Rebellenabschaum, Ewings. Ja. Man muss natürlich seine Größe, weil das wäre natürlich absurd, wenn da Sachen drin waren. Wieso ist M? Hast du L? Ja, ich bin inzwischen doch dick geworden. Ja, also tatsächlich ist es vom. Was ist das? Ja, das ist ein. Aber das muss man sagen, ist ein cooles Star Wars Shirt. Ja, das könnte ich sogar auch tragen. Allerdings hat es nichts mit Brettspielen zu tun, ne? Insofern muss man auch sagen. Star Wars hat mit allem zu tun. Es ist. Ja. Das hier hat auch nur peripher mit Brettspielen zu tun. Ein South Park. Eine South Park. Ja, okay. Puppe. Klar, South Park mag ich. Ja. Aber natürlich tatsächlich eher aus dem, natürlich aus der Serie oder auch Videospiel-Franchise. Aber um es mal die Wahrheit zu sagen. Und das ist natürlich das, was sie auch meinen. Also ich bin natürlich auch ein Gamer. Ja. Auch ich preise ja viel analoge Spiele, aber ich spiele ab und zu auch digital und ich sehe das schon, ja, ich meine Super Mario Sachen, ja, da geht auch mir. Wir machen weiter. Also das finde ich etwas krude, das ist nämlich einfach ein Lolli. Mit Zuckerstange. Das hat auch nichts mit Geek-Kultur zu tun. Also ich nehme es mit, mein Sohn liebt es, aber das ist einfach nur eine Zuckerstange. Also bisher teilen wir das ist, glaube ich, aus Versehen reingerutscht. Ich glaube, das wollte der Essen, der das Aktien packt. In South Park? Nee. Ja, alles klar. Aber das hier ist natürlich was für dich hier. Aktien in Star Wars, was ist das? Aktien in Star Wars habe ich, aber es ist, oh Gott, es ist, oh, es kommt einen Tick zu spät. Oh, wie cool ist das denn? Es ist eine Weihnachtsbaumkugel, auf der sich Han und Leia küssen. Das muss ich haben. Guck mal. Oh, wie kitschig. Voll gut, aber einen Tick zu spät, aber es ist natürlich der Hammer. Aber in Wahrheit war es gar nicht zu spät. Ja, wir sind zu spät. Genau, weil die Lootbox kam natürlich rechtzeitig. Entschuldigung. Nicht, dass ihr denkt, ich verschicke Weihnachtsartikel nach Weihnachten. Wir haben die Lootbox vor Weihnachten bekommen, haben aber jetzt das Zeit. Das muss ich sagen, auch ich würde mir das natürlich niemals hinhängen, aber ich kann nachvollziehen. Das an meinen nächsten Weihnachten. Ich kann nachvollziehen, dass das Leute geil finden. Damit ist klar, dass das mir gehört. Weiter geht's. Es sind halt Sachen, die man sich nie kaufen würde, aber wenn man sie dann sieht, will man sie plötzlich haben. Doctor Who Sonic Spork. Ich check's nicht. Ach, das ist ein. Ah, das ist ein Doctor Who Löffel. Ein Doctor Who Löffel? Also ein Göffel eher. Nee, wie heißt das? Eine Mischung aus Gabel und Löffel ist ein Göffel. Ach so. Habe ich mal gelernt. Das ist eine Mischung aus Gabel und Löffel. Spork, Spoon und Fork. Spork nennen die es. Ich nenne es Göffel. Göffel. Alles klar, ein Doctor Who. Ich weiß nicht, ich hab Doctor Who noch nicht gesehen. Ich weiß, tut mir leid. Hat das irgendwas damit zu tun? Ist der so mit sowas in der Nähe? Also sonst finde ich es ein bisschen eine gute Idee, aber
Also, das darfst du gerne haben. Sehr gut, ich sehe schon. Es sollten Abonnenten werden und die und Box ich glaube es nicht, aber es kommt tatsächlich noch ein Spiel, wobei, naja, nicht wirklich. 500 Teile Puzzle. 500 Teile ist kein Spiel. Es sind 500, aber es ist zumindest so, es sieht auf den ersten Blick sowas aus wie, mal immerhin von Winning Moves, also immerhin von einem Brettspielverlag, aber es ist einfach nur ein Puzzle. Ja, ich weiß auch nicht, da hätte ich auch eher noch Axel. Ja, möchtest darfst du vielleicht den Löffel wieder haben? Nee, den Löffel will ich nicht haben. Achso, du meinst, weil ich sonst nichts bekomme. Blüschdings wieder haben. Also ich sag mal oder? So, mein Sohn ist tatsächlich ein großer Puzzler. Also das können wir ja aber auch beide mal, wie du möchtest. Also, aber auf der anderen Seite bist du natürlich jetzt thematisch näher dran, weil 500 das ist eigentlich natürlich das genau. Ich frage mal Häuptling wilde Himbeere, du fragst mal deinen Sohn. Tatsächlich, ich muss sagen, für mich war jetzt natürlich tatsächlich was drin, aber ich gebe dir vollkommen recht, der Brettspielbezug ist natürlich in der Hinsicht marginal. Es geht eher um die Geek-Kultur und die Nerd- und Geek-Kultur an sich, die hier bedient wird. Also ihr seht schon, wenn man ein Herz für viele von diesen Franchises, für diese großen Geek-Franchises hat, ich sage jetzt mal Star Wars, South Park, Simpsons, Super Mario, Doctor Who, hier Harry Potter, Star Trek, das ganze Programm, wenn man da anfällig für ist, ich bin's, dann kann man sich das vielleicht mal angucken. Also eins kann ich sagen, ich glaube definitiv, dass das 40 Euro kosten würde, wenn ich mir die Sachen kaufe. Die Frage ist halt, würde man sich's kaufen? Ne? Nee, das ist natürlich klar. Frage, also, was sagt man? So eine Figur kostet ja leider 8 Euro. So ein Ding hier kostet bestimmt auch 5 Euro, oder? Was sagst du? 8 Euro für so eine Plüschfigur kostet ja leider 5 ja. Mit 13, 10 für so ein Puzzle ist schon fast, ja, mehr als 10 würde ich für so ein Puzzle nicht bezahlen, ne? Was würdest du für so ein Puzzle bezahlen? Ah, und übrigens, was ganz 23. interessant ist, ne, hier ist auch eine richtige... Ja, aber das kommt schon auf... Es ist quasi eine Beschreibung hier dabei, wo auch zu jedem was steht. Da steht auch Göffel, Dr. Who Göffel. Ja, das ist Göffel. Vollkommen richtig. Und da steht auch hier immer den Marktpreis. Wobei natürlich bei diesen Marktpreisen, ne, ihr wisst ja auch, wie der Hase da läuft. Ne? Wenn man dann auf Amazon oder wo auch immer guckt... ob das da wirklich so viel kostet, muss man gucken. Aber da immerhin bei der Zuckerstange, Marktpreis null. Zuckersüß. Also ja, das nichts. Kostet nichts. Da haben sie jetzt nicht in Euro oder so aufgeschrieben. Nee, nee. Ja, und ich, ja, Marktpreis. 12 Euro für dieses Plüschtier. Ich befürchte, das ist halt leider so. Ja. Und es ist natürlich klar, die Sachen kosten so viel. Es muss man nicht sagen, es sind natürlich aber auch Sachen, die würde man sich höchstens die Hälfte, vielleicht auch gar nichts davon kaufen. Andererseits, wie man jetzt an meiner Reaktion sieht, ist halt genau diese Kategorie Dinge, die man erst weiß, dass man sie haben will, wenn man sie sieht. Natürlich suche ich nicht nach einer Christbaumkugel, nach einer Weihnachtsbaumschmuckkugel, wo sich Han und Leia küssen. Aber wenn ich gewusst hätte, dass es sie gibt, hätte ich vielleicht danach. Also das in so einer geekigen Weihnachtslaune, also ich habe auch schon nach so geekigen, es gibt doch diese Strickpullis, die auch eigentlich so Geekpullis sind, habe ich schon mal geguckt, die waren mir dann zu teuer. Aber sowas, das würde ich vielleicht tatsächlich kaufen. Ein Star Wars T-Shirt würde ich mir auch kaufen. Sowas hier würde ich tatsächlich nur auf dem Flohmarkt kaufen. Also wenn das jetzt jemand original verpackt, oh, hier für einen Fünfer auf dem Flohmarkt, würde ich sowas auch kaufen. Das da, das hätte ich gerne, aber es wäre mir im Laden zu teuer. Macht bei mir, für so ein T-Shirt will ich auch nicht mehr als 15 maximal. Eigentlich kaufe ich für 10 Euro T-Shirts. Also sagen wir mal 10, 15 auf 20 Euro komme ich halt. Das ist ungefähr das, was die Box auch kosten würde. Ja, eigentlich ist auch nur ein 6-Monats-Abo. Halt ja, also das muss man muss letztendlich, glaube ich, entscheiden. 6-Monats-Abo? Ja, da kostet es dann 20 Euro. Sonst 25. Einzeln kostet 25. Man muss sich, glaube ich, einfach fragen, ist es einem der Spaß wert? Das ist einfach das Kürzel Dr. Who-Dings. Ist es einem der Spaß und die Überraschung wert? Wenn ja... Hast du dir früher als Kind gern Wundertüten gekauft? Nee. Ich schon. Aber das muss man gucken. Das T-Shirt, muss ich sagen, finde ich wirklich cool. Aber das ist natürlich auch immer ein bisschen Geschmackssache. Was würde ich jetzt machen, wenn ein Star Trek T-Shirt drin ist? Ja. Also nicht, dass ich mag Star Trek, aber meine Kinder heißen halt anders. Deswegen. Ja, das ist schwierig. Ja. Also von daher, ich würde sagen, jetzt es ist kein Brettspieler-Muss, ganz klar. Da wisst ihr sicherlich ein paar andere Sachen, wofür ihr euer Geld ausgeben könnt. Aber für alle anderen Geek-Leute vielleicht mal. Vielleicht kann man es auch, ist auch ein nettes Geschenk vielleicht. Wenn man wirklich nicht weiß, was man Geek schenken soll, kann man ihm so eine Überraschungsbox schenken, weil dann ist man auch nicht selber schuld dran, was drin ist. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke auch gerade drüber nach. Also die Idee, wie gesagt, weil ich als Kind schon Wundertüten und so Sachen wirklich gerne, und ich war ja auch ein Magic-Spiel, also es gibt ja schon diesen Gamer-Bereich, der gern diesen Überraschungseffekt hat. Das heißt nur,
Ich weiß, momentan ist das Thema Lootboxen nicht so attraktiv. Das liegt aber nicht an der Brettspielkultur, sondern das liegt an Star Wars Battlefront 2. Lootboxen sind gerade in negativer Presse und deswegen ist vielleicht gerade die falsche Zeit. Loot-Chest, aber eigentlich ist ja was Schönes. Man macht halt irgendwas auf und ist was drin und vielleicht ist was Schönes. Aber die Frage ist halt auch, liebe Loot-Chester, falls ihr zuguckt, kann man die nicht auch noch mehr thematisieren? Ich stelle mir halt gerade vor, ob ich nicht sogar ein Kandidat voll dafür gewesen wäre vor ein paar Jahren, so eine monatliche oder dreimonatliche Box zu kaufen, wo 3-4 Brettspiele drin sind, die ich zum halben Preis dann quasi kriege. Und ich weiß nicht, was ist. Es gibt die Spieleoffensive, die diese jährliche Box da hat. Aber sowas als Lootbox-Prinzip, also man sagt, hier ist wirklich, das sind 100% Brettspiele drin. Und die sind günstiger, als wenn du sie einzeln kaufst und weißt nicht, was drin ist. Also, dass man... Ne? Loot-Chester vielleicht, wenn das gut läuft mit den Boxen, eine Boardgame-Loot-Chest, dass man halt wirklich so eine speziellere, eine Star-Wars-Loot-Chest. Dann machen wir auch hier alle auf, kein Problem. Da werden wir sofort Abonnenten. Nee, es ist, glaube ich, für spezielle Geeks, die gerne halt auch, die sich an so Sachen erfreuen können, die auch ein bisschen Platz zu Hause haben, wo der ein oder andere Euro, der vielleicht mal, da wird mit Sicherheit Lootboxen dabei sein, über die sich weniger freut, aber gibt es welche, über die sich mehr freuen. Wenn man da so der richtige Typ ist, ist es vielleicht genau der richtige, aber für manche andere ist es vermutlich auch gar nichts. Gerade wenn man über ganz gezielt halt, ich möchte nur bestimmte Dinge haben, dann sollte man natürlich die Finger lassen von solchen Wundertütenartikeln. Aber ich, also wir haben jetzt wenig für den Müll, ja, würde ich sagen. Ja, tatsächlich. Vielleicht der Göffel vielleicht. Aber vielleicht der Göffel, aber... ja. Also ich würde ihn nicht benutzen, aber ich meine, vielleicht deine Kinder finden es ziemlich gut. Ja, ich finde es auch ziemlich cool. Und Häuptling will die Himbeere, wird wahrscheinlich, wenn ich dem den nur zeige, wird er wahrscheinlich... Na gut, also das war jedenfalls unser kleines Loot-Chest-Spezial. Wir haben auch wirklich, kein Scheiß, wir haben vorher bei dem Video gesagt, wir machen das jetzt auf und nehmen das auf, aber wenn wir das Gefühl haben, das ist irgendwie totaler Quatsch, dann werden wir es nicht veröffentlichen. Also ja, aber ich denke mal, es war trotzdem ganz interessant. Könnt ihr euch ja mal angucken, wenn euch sowas interessiert. Link habe ich unten in der Beschreibung drin geschrieben. Und ansonsten geht es natürlich weiter bei uns wieder mit Brettspiel-Content. So eine Fallout-Tasche hätte ich auch genommen. Ja, übrigens. Das kann man dann nur kaufen. Wahrscheinlich sind das Sachen, die dann schon drin haben. Aber die haben auch einen Shop. Also das sind halt Sachen, die schon drin haben. Ja, Featured. Ja. Hä? Hallo, liebe Lück. Ja, das ist halt so. Das sind irgendwelche... Es ist ja noch so eine kleine Werbebroschüre drin für alle möglichen Sachen. Also, wir sagen tschüss. Bis zum nächsten Video, dann geht es auf jeden Fall wieder nur über Brettspiele und bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.